Iran sind im vergangenen Jahr mindestens 582 582 Menschen hingerichtet worden, ein Höchststand seit 2015. Damit ist die Zahl der Hinrichtungen im Vergleich zum Vorjahr um 75% gestiegen, so die Menschenrechtsorganisationen Iran Human Rights und Ensemble contre la peine du mort in ihrem jährlichen Bericht zur Todesstrafe im Iran. Das vergangene Jahr war im Iran von einer Protestwelle gegen das Mullah-Regime geprägt. Die Regierung antwortete mit gewalttätigen Sicherheits- und Unterdrückungsmaßnahmen. Die Demonstration begann, nachdem Mahsa Amini in Polizeigewalt ums Leben gekommen war. Ihr war vorgeworfen worden, gegen das Hijab-Gesetz verstoßen zu haben. Laut den beiden Menschenrechtsorganisationen wurden 2022 vier Personen im Zusammenhang mit den Protesten hingerichtet, über 100 Menschen erwartet die Todesstrafe. Der Großteil der Menschen wurde 2022 jedoch wegen Drogendelikten oder Mord hingerichtet.